Der Macher von Your Name und Weathering With You hat einen neuen Film rausgebracht. Yep, der heißt Suzume und kommt heute in die deutschen Kinos. Wer Makoto Shinkais Filme kennt, der weiß, was in seinen Filmen gut funktioniert. Love Stories, Naturphänomene und eine Prise japanischer Volksglauben. Suzume lohnt sich alleine wegen seiner Bilder. Die Landschaften Japans werden roadtrip-artig eingefangen und haben in mir ein extrem starkes Sehnsuchtsgefühl ausgelöst. Die Hintergrundgeschichte der Protagonistin ist auch gelungen erzählt, aber trotzdem kam ich nicht drum herum, den Film besonders im Vergleich zu seinen vorherigen Filmen etwas vorhersehbar und rezeptartig zu finden. An einigen Stellen fehlt es dem Film auch an einem kritischen Blick, der sich eben gerade bei dieser Thematik mit Naturkatastrophen extrem gut angeboten hätte. Er ist auch ein bisschen so ein Feel-Good-Film, der aber besonders magisch auf der Kinoleinwand inklusive dem einnehmenden Soundtrack wirkt. Viele Ideen wurden hier recycelt, aber wer die beiden letzten Filme von Makoto Shinkai mochte, der wird hier, ähnlich wie ich, auch mit Suzume ein berührendes Kinoerlebnis haben.